Wir sind ziemlich weit im Süden. Unsere Geschwindigkeit erhöht sich. Meister Kyurem, willst du damit sagen? Der Wind der Enttäuschung wird später. Und hallo, Theongris, wie auch immer man deinen Namen ausspricht. Der Kältekern gewinnt an Kraft. Die Kraft des Kältekerns. Mir scheint, es kommt wohl sogar etwas schneller, als ich es vorausgesehen habe. Das Ende der Welt naht. The end is coming! Schon bald wird niemand mehr den Kältekern aufhalten können. Ich glaube zwar nicht, dass der Wind jetzt überhaupt nochmal dreht, aber selbst unwahrscheinlich, es kann bisweilen eintreten. Seid auf der Hut. Jawohl. Verstehe. Schon bald also geht die Welt unter. Diese erbärmliche Welt, die es gar nicht verdient hat zu existieren. Sie wird jetzt also vergehen. Somniam! Toxicroc, was hast du? Kilian ist... Kilian und die anderen sind auf dem Weg hierher. Schnurgast haben sie bereits fertig gemacht. Ja, Kilian ist ein Mensch. Das bedeutet, der Kältekern ist vielleicht in Gefahr. Wir können sie nicht einfach so frei herumspazieren lassen. Quack, quack, quack. Beruhige dich wieder, Toxicroc. Kein Grund zur Panik. Hä? Es wird nicht wieder so laufen wie auf dem Berg Genovea. Damals haben wir sie gesucht und sie waren auf der Flucht. Doch dieses Mal wissen wir genau, wohin sie wollen. Und wir kennen uns hier besser aus als sie. Das stimmt. Wir locken sie in die Falle und machen ihnen dann allen auf einmal den Gar aus. Quack, quack, haha. Das wird ein Spaß. Ich gehe und sage es weiter. Sieht aus, als wären wir diesmal an einer anderen Stelle rausgekommen. Können wir sicher sein, dass irgendwo weiter oben der Kältekern wartet? Ja, wir bewegen uns immerhin stetig nach oben. Das wird schon passen, oder? Aber was machen wir jetzt? Sollen wir uns wieder aufteilen? Nein, ich denke, ab jetzt sollten wir zusammenbleiben. Somniam weiß inzwischen bestimmt, dass wir hier sind. Stimmt. Ursprünglich haben wir uns ja aufgeteilt, damit Somniam uns nicht entdeckt. Wenn wir wieder wie vorhin in die Bredouille geraten, könnten wir zusammen mit vereinten Kräften kämpfen. Dann ist ja alles klar. Wir bleiben ab hier zusammen. Aber was ist mit Nachtara und Psyana? Ob es ihm wohl gut geht? Ich mache mir ja auch Sorgen. Aber jetzt muss die Zerstörung des Kältekerns Vorrang haben. Die beiden erwarten sich auch von uns, dass wir die richtigen Prioritäten setzen. Wir tun das ja nicht nur für Nachtara und Psyana. Wir tun das für alle Pokémon, die jetzt nicht hier sind. Für alle im Pokémon-Paradies und in Raststadt. Wie Dummiesel, der sich entschied, im Paradies zu bleiben und alles daran zu setzen, die anderen zu überzeugen. Und nicht nur er. Auch Terrybug und Yorklef. Und... Svarones und die anderen, sie geben sich bestimmt alle Mühe. Sie versuchen jetzt fieberhaft, alle anderen zu überzeugen. Sie glauben daran, dass es uns gelingt, den Kältekern zu zerstören. Deshalb müssen auch wir ganz fest an sie glauben. Und wir müssen auch daran glauben, dass es nach Tara und Psyana gut geht. Und mutig voranschreiten. Genau. Wir dürfen den Mut nicht verlieren. Wir müssen jetzt tapfer sein und unsere Welt retten. Wir glauben an unsere Freunde und geben alles. So. Dann hätte ich gerne erstmal wieder zwei Kraftbänder dabei für Emolga und Viridium. Dann. Wir haben zwar am Ende von dem Dungeon einen Bosskampf, aber da können wir vorher das Inventar noch mal ein bisschen aufstocken. So.
Los geht's. Eispalast Westturm, Ebene 1. Hui, die machen mit ihrem Psychoschock sogar Schaden. Ladungsstoß. Ja gut, wenn du mit sowas ankommst. Okay, er ist eingefroren. So, das sollte reichen. Oh, Glitzerboden. Ein EP-Band. Nett. Ui, direkt im Treppenraum gespawnt. Nur zwei Gegner hier. Haben wir hier ein Fliorb und das da ist noch ein Fliorb. Als ob ich hier wegrennen wollte. Sind doch eh schon kurz vorm Ziel. Ui, ein Golgantes. Ui. Giftfalle. Schauen wir mal, vielleicht finden wir die Treppe ja relativ schnell. Okay. Bevor das zu wild wird. Aber jetzt wette ich, dass ich die Treppe im nächsten Raum finde. Oh, oder auch nicht. Na gut, war ja auch kein Raum. Ein Igler. Netter Versuch. Ich kann auch speziell angreifen. Noch eine Sackgasse. Wie viele Sackgassen hat dieser Dungeon? Ein Glaziola. Zwei Goldbarren. Okay. Den Blendsamen. Ja, das ist der letzte. Es war ein harter Kampf. Ach, das dürfte es gewesen sein. Aber das waren wirklich sehr viele Gegner. Ach, Tara, das ist doch jetzt egal. Da drüben, siehst du das auch? Was ist das? Sehen wir uns das mal genauer an. Wo sind wir hier? Das sieht aus wie ein Turm aus Eis. Aber der gesamte Turm scheint irgendwie unter Strom zu stehen. Und sieht das dann nicht verdächtig nach einer Tür aus? Sieht aus, als soll in dem Turm irgendwie oder irgendwas festgehalten werden. Sag mal, Nachtara, all die Gegner vorhin, haben die vielleicht diesen Turm hier bewacht? Wenn dem so ist, dann muss hier drin etwas sein, was für sie sehr wichtig ist. Sag bloß, der Kältekern? Wer weiß. Als wir zuvor im Eispalast waren, waren wir der Meinung, der Riesenkristall müsse sich noch weiter oben befinden. Aber deswegen ist es noch lange nicht unmöglich, dass er hier ist. Sieht ziemlich stabil aus. Wenn wir von dieser Seite etwas Druck ausüben, könnten wir sie vielleicht öffnen. Du willst sie rammen? Gut, versuchen wir es. Ich wusste, ich kann auf dich zählen, Psiana. Das sollte die schnellstmögliche Methode sein. Auf drei geht's los. Eins, zwei, drei!
Wunderbar. Das sollte geklappt haben. Ja. Sind das? Nach Tara, Zugangskarten. Und es sind die gleichen, die wir unter den ganzen Eisblöcken gefunden haben. Nach Tara, dort drüben. Da liegt jemand. Hey, bist du in Ordnung? Was für eine Erleichterung. Er kommt zu sich. Ihr seid wirklich gekommen. Danke. Ich war mir nicht sicher, ob jemand kommen würde. Dann ist doch nicht alle Hoffnung verloren. Wir müssen schnell weg von hier. Du bist ziemlich erschöpft. Mut sie dir nicht zu viel zu. Ach, Tara, dieses Pokémon ist das. Ja, das kann nur Keldeo sein. Woher kennt ihr meinen Namen? Eispalast Westturm, Ebene 4. Okay. So, wir haben Käfer-V-Welle aktuell. Das heißt, von allen Pokémon, die wir bisher gesehen haben, Rollum und Gramos. Okay, er ist doch noch nicht darauf gestorben. Okay. Ein Falterreigen. Wieso hau ich schon wieder daneben? Und natürlich Multistat-Boost. Hat ja noch gefehlt. So. Ebene 5. Heilblockade, ja gut. Wie dieser Blizzard einfach mal fast nie trifft. Das ist schon sehr faszinierend. Natürlich der zweite hintereinander, der das kriegt. Und noch ein Burn. Wozu haben wir denn das ganze gute Equipment dabei? Leuchteboden, ein Fliorb, okay. Da habe ich schon bessere Items aus dem Boden rausgezogen. Ein Stopper-Orb.
Giftspitzen. Level up für Emolga. Nochmal 2 Goldbarren gefunden, immerhin etwas. Wow, Domi hat mal eine Attacke eingesetzt, die sinnvoll war. Blutsauger. Die sind hier noch nicht in Gen 7. Aber Schaden macht er mir damit trotzdem langsam. Und unten war es nochmal Leuchteboden gewesen, aber ist mir jetzt auch egal. Das Bissbug da gehört nicht zu meiner Gruppe. Da scheint was zu schlafen. Oh. Siedewasser. Okay. Ich könnte zwar langsam mal eine Siedelbeere essen, aber ich habe das Gefühl, das geht jetzt auch gerade noch ohne. Ein schlafendes Klick-die-Klack. Ebene 8. 2 Gegner. Ich habe einen der beiden eingefroren. Der andere ist ein Klick-die-Klack. Viridium, da hast du so schöne Kampfattacken zur Verfügung und dann benutzt du sie nicht.
Na, hat er den jetzt einfach eingefroren? Nee, meine Initiative ist ganz schön weit runter. Aber ein Level-Up ist drin. Level 44. Na gut, Attacken lerne ich jetzt sowieso keine mehr. Hydropumpe war das letzte, was ich lerne. Na gut, mal ein bisschen KP recken. Hey, und noch ein Level-Up für Viridium. Und Viridium lernt eine neue Attacke. Sanctoklinge. Nett. Worauf können wir denn verzichten? Na gut, eigentlich brauchen wir keinen Doppelkick mehr, wenn Sanctoklinge da ist. Moment mal. Okay, das habe ich nicht vergessen. Passt. Okay. So, jetzt müssen wir unser Inventar für einen Bosskampf herrichten. So. Den Stopper-Orb nehme ich mal mit, für alle Fälle. 4 Sinelbeeren reichen. Eine Phragia-Beere bräuchte ich mal wieder. 2 weitere Belebersamen wären nicht schlecht. Dann ein Allkraftorb wäre auch nicht schlecht. Und ich nehme vielleicht nochmal zusätzlich einen Erstarrorb mit für den Fall der Fälle. Und vielleicht auch einen Chaosorb. Ja, das könnte die erstmal eine gute Zeit aufhalten. So. Das wär's davon. Wow, das Raumort hat jetzt, glaube ich, gerade 3 Attacken gefressen und keine davon hat seinen Flammkörper ausgelöst. Dass es sowas noch gibt. Na gut, wir sind ja hier auch in Mystery Dungeon und nicht in den Hauptspielen. Ach, im Mollgaben Viridium, was macht ihr da oben? Ja gut. Das. Das hätte jetzt ins Auge gehen können.
Einmal Hydropumpe. Und eine Kalkklinge. Was steht denn dort? Ein Sedimentur. Okay. Das war irgendwie klar. Wenn man sich nur mal gut positionieren, um das schlafende Pokémon danach anzugreifen, dann kommt man auf eine Warpfalle. Oh, drei Allkraft-Orbs und ein Reduz-Orb. Hätte ich gar nicht so gut einpacken müssen. Ebene 12, Leuchteboden, zwei Goldbahnen. Ein Allfluchtorb. Dann halt so. Ist die Hydropumpe wenigstens noch ein bisschen aufpoliert. Jetzt noch ein Belebersamen dazu. Schwindelfalle. Und ein Monsterraum. Ja gut. Anscheinend bin ich aber nicht verwirrt. Probieren wir es doch einfach mal. Oh, danke, mit der Intensität hilfst du mir hier sogar noch. Verbrannt mit einer Glut. Alles klar. Na klar, dass das jetzt nicht trifft. Ich glaube, ich esse vorsichtshalber noch mal eine Sinelbeere. Das Ramatier muss weg. Ist schon klar, dass ich es nie treffe. Wieso sollte ich auch mal treffen? Mach mal's halt so. Was war das eben? Das war ja fast wie ein Erdbeben. Was geschieht hier wohl gerade? Keine Ahnung, aber es kann eigentlich nichts Gutes bedeuten. Wir sollten uns beeilen. Also irgendwie sieht es hier ganz anders aus. Es ist zu dunkel, dass ich leider kaum etwas erkennen kann. Passt auf, da kommt was. Yeah. Diese Stimme, das ist Somniam. Ihr Elenden, warum nur wollt ihr diese Welt bloß retten? Diese eiskalte und kaputte Welt.
Wow. Haben sie uns also doch umzingelt. Meine Freunde hier, sie alle haben genug von dieser Welt. Quahaha. Brock. Diese elende und absurde Welt, diese ungerechte Welt, eine Welt, in der der Ehrliche der Dumme ist und der Böse, ja, der wird belohnt. Solch eine Welt verdient nur die Zerstörung. Leute, sie kommen. Diese Welt muss vernichtet werden, damit ihr es wisst. Wir lassen euch hier auf keinen Fall vorbei. Das könnt ihr vergessen. Auf sie! Mit Gebrüll! So. Dann wollen wir mal loslegen. Nachdem das Spiel mir ja erlaubt, in diesem hier Orbs in Bosskämpfen zu benutzen. Habt erstmal viel Spaß damit. Ah, okay. Unterbinder. Interessant, dass sie sowas haben. Gut zu wissen. Na gut, dann Plan B. Könnt ihr das auch unterbinden? Ja, können sie auch. Gut. Okay, Toxic Fox sollte ich jetzt nicht angreifen. Ausnahmsweise mal bin ich froh drum, dass du Toxic Fox verfehlt hast. Okay, die Paralyse hat jetzt den Angriff abgebrochen. Nett. So, du. Oh, der hat nicht mal ein H2, nicht mal eine Trockenheit drauf. Damit hier keiner so schnell wegstirbt. Oh nee, keine Verwirrung. Wobei, ich habe hier diesen einen Ding drin, dass ich in der Verwirrung meine Teamkollegen nicht treffe. Also ist mir das ausnahmsweise mal egal. Ich Verwirrung liebe in diesem Spiel. Aber gut. Geschafft ist geschafft. Quack. Brocco. Hurra. Wir haben es geschafft. Wir haben sie bezwungen. Schon wieder ein Erdbeben? Wir beeilen uns besser. Das hier ist, glaube ich, der höchste Punkt, den wir das letzte Mal erreicht haben. Bis zum Gipfel sollte es jetzt nicht mehr allzu weit sein. Dort drüben geht es wohl weiter. Ja, gehen wir. Wartet! Ihr, ich lasse nicht zu, dass ihr weitergeht. Ich lasse nicht zu, dass ihr das Schicksal der Welt verändert. Die Beben nehmen zu. Wieso? Wieso nur? Wie geht ihr so weit? Weil alle meine Freunde hier, sie alle wurden von der Welt verschmäht. Quack. Brocco. Genauso wie ich auch. Ich wurde hintergangen und verraten. Mir blieb nur noch die Verzweiflung. Als ich daran zu zerbrechen drohte, begegnete ich all diesen Pokémon.
Und dann bin ich Meister Kyurem begegnet. Er erzählte mir vom Schicksal der Welt. Ich hatte nichts. Doch diese Pokémon hier haben mich so akzeptiert, wie ich war. Sie haben mir ihre Hand gereicht, mir ihr Herz geöffnet. Und genau da habe ich mich entschieden. Gemeinsam können wir es schaffen. Gemeinsam können wir es beenden. Zusammen mit meinen Freunden und der gesamten verwunschenen Welt würden wir sang- und klanglos verschwinden. Somnia, ich kann gut verstehen, warum du an der Welt verzweifelt bist. Aber wenn dir deine Freunde tatsächlich so wichtig sind, kannst du dann wirklich zulassen, dass sie alle einfach so verschwinden? Was? Wären sie dir wirklich wichtig, dann würdest du das keinesfalls wollen. Wären sie dir wichtig, würdest du dir wünschen, dass sie glücklich sind. Wünschst du dir das denn nicht für sie? Dann sag mir, wie man in der jetzigen Welt glücklich sein soll. In der Welt, wie sie jetzt ist, gibt es doch nichts als Schmerz. Da dachte ich, dass man dieses Elend doch wenigstens verringern könnte. Wenn wir alle auf einmal verschwinden. Wenn wir alle einzeln nacheinander weggehen, wäre das für die, die zurückbleiben, noch viel schlimmer. Quack. Aber verschwinden wir alle gleichzeitig, bleibt auch kein Schmerz zurück. Solange wir nur gleichzeitig verschwinden, ist es in Ordnung. Los, Leute! Wartet! Nachtara, Psyana! Sehr gut. Wir kommen wohl noch rechtzeitig. Keldeo? Keldeo? Was? Du meinst der Keldeo? Keldeo, wie konntest du bloß aus dem Eisturm entkommen? Verstehe, ihr wart das. Nachtara und Psyana haben mir alles erzählt. Somniam, es tut mir leid für dich. Aber du wirst Kirin und die anderen hier durchlassen, verstanden? Du. Psyana, was meint sie mit Eisturm? Der Turm, in dem Keldeo war. Keldeo wurde die ganze Zeit hier im Eispalast gefangen gehalten. Nein, er hat sich absichtlich fangen lassen, weil er dachte, er könnte uns umstimmen. Was? Als er das erste Mal zum Eispalast kam, drang er bis zum sagenumwobenen Riesenkristall vor und er fand das Geheimnis des Kältekerns heraus. Ich bot ihm an, sich uns anzuschließen und für unsere Sache zu kämpfen, aber er lehnte ab. Natürlich habe ich abgelehnt. Wie könnte ich schon der Zerstörung der Welt zustimmen? Und seitdem wurde ich von Kyurem und Somniam und ihrer Bande gejagt. Ich befand mich oftmals in großer Gefahr. Aber auf der Flucht dann kamen mir gewisse Zweifel. Ich fragte mich, ob Somniam und der Rest wirklich die Zerstörung der Welt wollten. Also kam ich nochmal hierher, um das herauszufinden. Ich ging daher nochmals auf sie zu, um ihnen ins Gewissen zu reden. Aber sie haben mir nicht zugehört. Letzten Endes haben sie mich gefangen genommen. Und hier eingesperrt. Was hast du denn erwartet? Dass wir uns deine Lügen anhören? Also für mich sah es durchaus so aus, als hättest du Zweifel. Auch jetzt noch. Nein, du irrst dich. Für uns gibt es absolut nichts, was an dieser Welt gut ist. Deswegen wollen wir auch alle zusammen untergehen. Wenn wir zusammen gehen, müssen wir weder traurig sein noch Angst haben. Und damit du es endlich kapierst, an dieser Welt ist nichts gut. Deswegen wollen wir nicht mehr hier sein. Es soll nichts Gutes auf dieser Welt geben? Natürlich gibt es das. Du hast doch Freunde, oder? Selbst wenn du vom rechten Weg abgekommen bist. Eure Freundschaft ist doch wohl echt, oder? Ihr unterstützt euch gegenseitig, um das Leben zu meistern. Seid ihr denn nicht gegenseitig dankbar, dass ihr euch immer helft? Wollt ihr all das aufgeben und einfach so im Nichts vergehen? Seid ihr bereit, alle eure Freunde aufzugeben und einfach zu verschwinden? Die jetzige Welt mag schlecht sein, aber vielleicht gelingt es uns allen, sie wieder lebenswert zu machen. Wollt ihr denn nicht zusammen mit euren Freunden weiterleben? Eine lebenswerte Welt? Ist so eine Welt denn möglich? Selbst wenn ihr die Welt retten könnt, erwartet uns eine lebenswerte Zukunft? Natürlich, dafür sorge ich schon. Die Erdbeben. Somnia, die Eissäulen, sie beben. Quaka,
Die große Säule da! Sie stürzt ein! Sie fällt in unsere Richtung. Vorsicht! Schnell weg hier! Ah. Somnium. Somnium? Sie hat Kieran und Domi gerettet. Somnium? Somnium. Alles in Ordnung, Somnium? Keine Sorge. Alles in Ordnung. Kümmert euch nicht um mich. Geht einfach. Was? Ich habe Meister Kieran meine Loyalität geschworen. Weiter kann ich nicht gehen. Aber ich zähle auf euch. Bitte. Rettet die Welt. Somnium. Kieran, Domi. Auch ich zähle auf euch. Bitte, rettet unsere Welt. Ich auch. Auch ich bitte euch darum. Ich auch. Ich genauso. Bitte rettet die Welt. Kieran. Domi. Kieran, Domi. Den Rest überlassen wir euch. Kieran, Domi, ihr macht das schon. Zerschlagt den Kältekern in 1000 Stücke. Machen wir. Somnium. Leute, danke. Wir gehen jetzt los. Also wartet hier. Wir werden diese Welt beschützen. Los, gehen wir, Kieran. Bis später. Auf jeden Fall. Und weg sind sie. Ach ja, Somnium. 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 Beruhigt euch. Ich habe doch gesagt, mir geht es gut. Ihr seid mir wirklich ein Haufen. Du bist ja richtig beliebt, Somnium. Hast wirklich Glück, Somnium. Ah. Keldeo. Alles in Ordnung? Du hast dir wirklich sehr viel zugemutet. Als wir Keldeo gefunden haben, war er schon ziemlich geschwächt. Aber er bestand darauf, mitzukommen. Ich bin bald wieder topfit. Keldeo. Viridium. Nachtara und Psyana haben mir alles erzählt. Entschuldige bitte. Es ist alles meine Schuld. Mein Brief, damit scheine ich dir viel Kummer bereitet zu haben. Kurz bevor ich ihn abgeschickt habe, wurde ich von Somnium und den anderen gejagt. Natürlich war ich auch um mich selbst in Sorge, aber noch mehr Sorge habe ich mir um dich gemacht. Somnium war hinter mir her. Ich hatte große Angst, unsere Freundschaft könnte sie schließlich auch zu dir führen. Ich hätte mir nie verziehen, wenn du angegriffen worden wärst. Also wollte ich das um jeden Preis verhindern. Ich musste unsere Freundschaft beenden, also schrieb ich diesen Brief. Keldeo. Ich hatte zwar meine Gründe, aber ich habe dich dennoch verletzt. Das tut mir wirklich sehr leid. Du warst doch meine beste Freundin. Und trotzdem habe ich dir diesen üblen Brief geschickt. Entschuldige bitte. Nein, ich muss mich entschuldigen. Ich hätte an dich glauben müssen, komme was wolle. Aber ich hatte Zweifel. Ich begann die Welt zu hinterfragen. Und plötzlich war ich zu jedem kaltherzig. Aber hätte ich nur die ganze Zeit über an dich geglaubt, dann... Es tut mir so furchtbar leid. Ich hätte an dich glauben müssen. Es tut mir wirklich so leid. Viridium. Viridium. Schon seltsam. Dabei bin ich doch wohl hier der Schuldige. Ich verstehe bald überhaupt nichts mehr. Wir sollten das alles hinter uns bringen. Hoffentlich kannst du meine Freundschaft wieder akzeptieren und wieder für mich lächeln. Das würde mir alles bedeuten. Yep, speichern und fortsetzen. Ich will aber jetzt keine Pause machen. Wir sind gerade kurz vorm Ende, da macht man keine Pause. Sobald wir heraus sind, sollten wir ganz oben ankommen. Dort erwartet uns der Kältekern.
Tommy atmet sehr schwer. Und der Wind scheint uns in den Eingang des Turms zu saugen. Ja, stimmt. Hier sieht es genauso aus wie in der Halle im Eispalast. Dort ging auch so ein Wind wie hier. Ich weiß noch, wie wir versuchten, durch die Halle zu laufen. Alle brachen zusammen, wegen des Kältekerns. Hier verhält es sich vielleicht genauso. Kilian, mir geht es gut. Es ist hart, aber ich halte das aus. Nein, ich muss es aushalten. Ich werde dich bis zum Schluss unterstützen, Kilian. Geben wir alles. So. Okay, so. Die ganzen Belebersamen nehme ich vorsichtshalber mal mit. So. Was ich außerdem jetzt gerne hätte, wären 3 von denen. Und 2 Siedelbeeren. Damit wir wieder 4 haben. Hier einfach weiter Ladungsstoß spammt, obwohl der Gegner eingefroren ist. Eispalast Riesenkristallturm. Ja, schon mal 2 Treppen relativ schnell gefunden. Oh, da ist ein Item. Siedelbeere. Gut, kann man ja immer mal brauchen. Ein Klick-die-Klack. Ich sollte mir angewöhnen, die Dinger speziell anzugreifen. So. Eine weitere Schatzbox. Leuchterboden. Sieht man hier zwar nur sehr schwer, aber man kann es trotzdem erkennen. Ah. So. Die Klick-die-Klack geben aber echt gute Erfahrungspunkte. Hier ist auch kein Glitzerboden. Mhm. Ja gut, dann gehen wir wieder dorthin. Gut, nachdem hier oben in dem ganzen Bereich nichts ist, dann bleibt ja nur noch ein Weg abzugehen, und zwar da unten. Hier sind sehr viele Klick-die-Klack unterwegs. Was haben wir denn hier? Ein Duodino. Okay, Zwischenstation. Ich habe für den Bosskampf sowieso schon alles dabei.
Ebene 4. Wenn die Zwischenstation schon so früh kommt, dann ist es bis zum Endboss auch nicht mehr weit. Wir haben eine Eis-V-Welle. Ja gut, der Kampf gegen Kyurem könnte sich als schwierig gestalten. Aber gut. Haben wir wenigstens ein bisschen eine Herausforderung in dem Kampf dann. Domi, geht es alles andere als gut. Das heißt dann wohl, dass wir nicht mehr weit vom Kältekern sind. Aber Domi mutet sich vielleicht zu viel zu. Ob Domi das wirklich aushält? Ob wir wohl schon ganz oben sind? Das Gelände hier ist jetzt jedenfalls schon ziemlich offen. Ah, Kilian, dort drüben. Sieh nur, der Wind weht in diese Richtung. Der Kältekern ist vielleicht dort. Gehen wir. Wartet. Das ist Kyurems Stimme. Dabei waren wir doch schon so nah dran. Ich hatte gehofft, wir würden Kyurem nicht über den Weg laufen. Es stimmt, dass im Inneren der Kältekern wartet. Aber das kann euch egal sein. Es ist euch beiden nicht gestattet, zu ihm vorzudringen. Kyurem. Ich dachte ja, ich hätte mich deutlich genug ausgedrückt. Solltet ihr immer noch vorhaben, diese Welt zu retten, dann werde ich euch mit aller Härte bestrafen. Nur weil du uns herumschubst, werden wir nicht auf dich hören. Ein derart trauriges Ende für die Welt der Pokémon können wir nicht akzeptieren. Gebt endlich auf. Wie sehr ihr euch auch windet, die Zukunft ist unabänderlich. Nein, wir selbst haben unsere Zukunft in der Hand. Persönliche Geschicke mag man wohl selbst beeinflussen können, aber wisset dies, im Angesicht dieses globalen Schicksals seid ihr nur unbedeutende Winzlinge. Das Schicksal der Welt ist besiegelt, es kann nicht mehr geändert werden. Das stimmt nicht. Viele kleine Winzlinge können dabei helfen, dass diese Welt ein anderes Schicksal findet. Dann wird aus einem Winzling ein Wunder. Wenn du meinst, dann zeigt es mir. Ich will es sehen. Euer angebliches Wunder. So, okay. Ich kann ihn direkt angreifen von hier. Aber das Effektivste, was ich gegen ihn habe, ist tatsächlich ein Blizzard. Der natürlich mal wieder nicht trifft. Okay, mal schauen. Vielleicht kriege ich ihm ja die Verteidigung gesenkt. Eiszeit. Gut, mich trifft es nicht effektiv. Okay, mich trifft es gar nicht. Domi hat es getroffen. Okay. Die ist für dich. Okay, da konnten wir mal erfolgreich ausweichen. Hui. War's das schon? Anscheinend. Wir haben es geschafft. Wir haben tatsächlich Kyurem besiegt. Kilian,
Lass uns schnell zum Kältekern gehen. Wartet. Ihr habt keine Chance. Ich weiß jetzt, wie überzeugt ihr von eurer Sache seid. Aber ganz egal, wie tapfer ihr kämpft, auch dann werdet ihr die Zukunft nicht ändern können. Und dennoch, ich wüsste gern, wo euch eure Tapferkeit am Ende hinführt. Ich würde gern sehen, wie weit sie euch trägt. Kyurem. Zeigt mir, wie stark euer Wille ist. Wie stark eure Seele ist. Kyurem. Bleib hier und sieh gut zu, Kyurem. Wir zeigen dir unsere Willensstärke. Gehen wir. So. Kyurem hätten wir, jetzt kommt nur noch der Kältekern. Das ist er also, der Kältekern. Ich bekomme keine Luft. Domi. Dies ist kein gewöhnlicher Wind. Das ist doch Kyurems Stimme. Dieser Wind speist sich aus den negativen Gefühlen der Pokémon. Es handelt sich um den Wind der Enttäuschung. Der Wind der Enttäuschung? Ganz recht. Misstrauen, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Der Kältekern absorbiert die negativen Gefühle der Pokémon in Gestalt dieses Windes, der sich wiederum in einen gewaltigen Wirbelsturm verwandelt, der allerorten eine Schneise der Zerstörung hinterlässt. Der Kältekern zehrt von diesem Wind der Enttäuschung, dessen Energie er nutzt, um zu wachsen. Aha, der Wind der Enttäuschung ist also die Gesamtheit der negativen Gefühle. Damit war diesem Wind direkt ausgesetzt, was seine Erklärung für die Atemprobleme sein könnte. Gideon, mir geht es gut. Beeil dich und vernichte den Kältekern. Meine Kehle, ich bekomme keine Luft. Also beeinflusst er auch Menschen? So fühlt es sich also an, die Qual der negativen Gefühle. Doch selbst wenn... Bei mir ist es weit weniger schlimm als bei Domi. Jetzt heißt es Augen zu und durch. Ah. Der Schmerz ist zu stark. Er lähmt mich regelrecht. Jeder einzelne Schritt tut weh. Das darf nicht wahr sein. Wo ich es doch jetzt so weit gebracht habe. Ich habe es bis hierher geschafft. Und nun soll ich tatenlos zusehen, wie sich das Schicksal zu unseren Ungunsten entscheidet. Die Hoffnungen und Erwartungen von allen ruhen auf mir. Dabei wurde mir doch die Rettung der Welt anvertraut. Warum also bin ich so machtlos? Warum kann ich nichts tun? Du kannst es schaffen. Was? Was war das? Mir war so, als hätte ich etwas gehört. Gib nicht auf. Das habe ich mir doch jetzt nicht eingebildet. Du kannst es schaffen. Ich höre es auch. Gib nicht auf. Auch ich kann es vernehmen. Gib nicht auf, du kannst es schaffen. Gib nicht auf, hörst du? Gib alles. Es werden immer mehr Stimmen. Streng dich an, gib nicht auf. Du kannst es schaffen, gib alles. Der Wind... Gib nicht auf, gib nicht auf. Gib nicht auf, gib nicht auf. Das ist... Streng dich an, gib nicht auf. Du kannst es schaffen, gib alles.
So viel Zuspruch von allen Seiten. Dies sind die aufmunternden Worte all jener, die an dich glauben. Die Pokémon senden ihre ganzen Wünsche und Hoffnungen her zu uns. Es mögen vielleicht nicht alle Pokémon dieser Welt sein, aber es sind alle, die dank dir den Glauben an die Zukunft wiedergefunden haben. Die Zahl derer, die mutig und zuversichtlich in die Zukunft blicken, ist gestiegen. Und dank ihnen hat der Wind der Enttäuschung nachgelassen. Der Wind der Enttäuschung hat nachgelassen? Ja, ganz richtig. Die positive Energie dieser Pokémon kommt den störenden Kräften des Kältekerns in die Quere. Ich wusste es. Wenn wir alle voller Zuversicht nach vorne sehen, dann können wir diese Welt und ihre Zukunft ändern. Meine Stärke kommt zu mir zurück. Nun bin ich bereit zu kämpfen. Auf geht's. So, bevor wir hier irgendwas machen, einmal einen Vitalorb. So, nächste Sinelbeere. Na, haben wir es hier bald mal? Ja, zumindest mal erste Phase durch. Meine Angriffe sind wirkungslos. Kein einziger geht durch. Ganz egal, wie ich auch angreife. Den Kältekern lässt das völlig kalt. Was soll ich denn bloß machen? Oh nein. Du meine Güte. In dem Moment, in dem ich anfing, an mir zu zweifeln, ist der Wind. Kilian, du musst an dich glauben. Sei stark. Der Kältekern wird ja immer... Opa, schau mal dort drüben über dem Eispalast. Nanu, was ist denn das? Dieser bedrohlich wirkende violette Wirbel. Was geht da nur vor sich? Was auch immer es sein mag, mir schwant nichts Gutes. Ja, bei seinem Anblick läuft es einem eiskalt den Rücken runter. Wir haben zwar versucht, gemeinsam voller Zuversicht nach vorn zu blicken, aber es sieht nicht so aus, als würde es funktionieren. Es scheint fast ausweglos. Zuversicht allein ist wohl nicht genug, was? Wir stecken in der Klemme, das ist die ungeschminkte Wahrheit, und die tut weh. Was redet ihr da bloß? Ihr dürft jetzt nicht aufgeben. Die Pokémon, die in Rastel vorbeigekommen sind, haben die Kunde verbreitet. Dank ihnen gibt es sicher auch in anderen Orten Pokémon, die uns unterstützen. Und vergesst nicht, all die Pokémon, die sich auf dem Stadtplatz versammelt haben. Sie wissen nicht, wie es um den Eispalast steht, aber sie senden unseren Freunden dort unbeirrt ihre Gedanken und gute Wünsche. Was werden sie wohl tun, wenn wir in ernster Lage erkannt haben, hier einfach den Kopf in den Sand stecken? Wir müssen weiterhin unermüdlich an Kilian glauben und allen anderen, die im Eispalast ihr Leben aufs Spiel setzen. Hey, seht doch, der violette Wirbel. Er wird immer größer. Tatsächlich. Also doch, wir sind verloren, stimmt's? Das ist dann wohl das Ende. Zwar ziehen wir nun endlich alle an einem Strang, aber das kam wohl zu spät, oder? Opa. Joachim. Hört mal, wir können doch jetzt nicht die Flinte ins Korn werfen. Jetzt heißt es Zähne zusammenbeißen und Ohren steif halten. Wir müssen da durch.
was ist denn nur mit meiner Stimme? Weshalb kommen meine eigenen Worte mir nur so halbherzig und inhaltsleer vor? Dabei bin ich doch so überzeugt. Das klingt nicht nach jemandem, der aus Überzeugung spricht. Warum nur? Warum nur klingen meine Worte so unwahr? Könnte es sein, dass ich selbst von meinen Gefühlen zum Narren gehalten werde? Und das jetzt, wo wir doch endlich alle begonnen haben, zusammenzuarbeiten und voller Zuversicht nach vorn zu blicken. Egal wie sehr wir uns scheinbar unausweichlich ihnen im Weg stellen. Egal wie verbissen wir kämpfen. Letztendlich werden wir unser Schicksal wohl nicht ändern können, oder? Ah. Kilian, du darfst nicht aufgeben. Ich werde bis zu meinem letzten Atemzug an das scheinbar Unmögliche glauben. Und das musst du auch, Kilian. Du hast recht. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde auch die letzten, wirklich die allerletzten Kräfte mobilisieren und angreifen. Ah! Ah! Hey, seht nur! Das ist doch ein Regenbogen. In der Tat, ein Regenbogen. Hinter dem Eispalast ist ein Regenbogen am Himmel zu sehen. Kaum zu glauben. Ob er es wohl ist, der Regenbogen, der... Oh nein, der Regenbogen. Verschwindet wieder. Hey, es war zwar nur für einen Augenblick, doch wir haben ihn alle ganz deutlich gesehen, nicht wahr? Ja, ich habe ihn gesehen. Er war atemberaubend schön. Es ist so lange her, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe, dass die Erinnerung an ihn fast aus meinem Gedächtnis verschwunden ist. Doch es besteht überhaupt kein Zweifel. Das war der Regenbogen der Hoffnung. Es war der Regenbogen der Hoffnung. Wusste ich's doch. Es musste so sein. Er ist zurück, der Regenbogen der Hoffnung. Dieser Regenbogen, dessen bloßer Anblick alle Pokémon mit Hoffnung erfüllt. Ich möchte ihn nochmal sehen. Ich möchte ihn in aller Pracht am Himmel leuchten sehen. Ich werde die freudige Botschaft den anderen auf dem Startplatz übermitteln. Es gibt wieder Hoffnung. Es ist also noch nicht aller Tage Abend. Bitte, zeig ihn uns noch einmal! Ja, ich möchte den Regenbogen der Hoffnung auch nochmal sehen. Bitte, bringt ihn zu uns zurück. Kilian! Die Stimmen von allen. Ich kann sie laut und deutlich hören. Ihre Gefühle, ihre Herzen, sie sind bei mir und treiben mich mit unbändiger Kraft an. Kilian, los! Runde 2. Und wie vorhin auch schon, wir brauchen einen Italorb. Sehr schön, gleich mal Verteidigung gesenkt. Und nochmal. Oh, dann wird das Ganze jetzt schon fast ein Kinderspiel. Eine Sinelbeere brauchen wir jetzt aber trotzdem. Das war's. Kilian, es ist vollbracht.
Du hast den Kältekern besiegt. Oh, der Regenbogen. Er ist wieder da. Und er ist viel deutlicher zu sehen als zuvor. Dieser komische lilafarbene Wirbel ist endlich verschwunden. Und an seiner Stelle ist jetzt der Regenbogen der Hoffnung. Er ist wirklich wunderschön. Der Eispalast bricht auseinander. Ja, aber was wird dann aus Kiran und den anderen? Bitte, hoffentlich geht es allen gut. Wo bin ich hier? Bin ich etwa im... Ach ja, stimmt. Ich habe das Bewusstsein verloren, als der Kältekern zersprungen ist. Dummy? Kilian! Du bist es doch, Kilian! Dir geht es also gut? Was für eine Erleichterung. Übrigens, wo sind wir hier? Sag bloß, sind wir etwa bewusstlos und träumen? Ganz recht. Ihr befindet euch hier tief in eurem Unterbewusstsein, in den Abgründen eures Geistes. Kyurem. Ihr beiden habt die Zukunft geändert. Die Zukunft ist die Wahrheit. Etwas, das nicht geändert werden darf. Die Wahrheit, die uns den Weg weist. Und dennoch frage ich mich, wenn jemand die Entschlossenheit besitzt, Schmied seines eigenen Schicksals zu sein, dann ist eine gänzlich neue Zukunft vielleicht ebenso die Wahrheit. Die Pokémon dieser Welt sind noch nicht verloren. Und ihr beiden wart es, die mir die Augen geöffnet haben. All dies ist euer Verdienst. Ich stehe in eurer Schuld und danke euch. Das ist doch die Straße. Kilian, wir sind doch im Eispalast ohnmächtig geworden, oder? Was machen wir dann hier? Hey! Leute, ist das eine Freude, euch zu sehen. Und ihr seid ja völlig unverletzt. Da fällt uns echt ein Stein vom Herzen. Euch geht es ja auch gut. Ein Glück. Aber wie seid ihr alle? Habt ihr die Zugangskarten benutzt, um zu entkommen? Nein, also das war so eine Sache. Wir wollten sie ja einsetzen, aber wir hatten keine Zeit dafür. Und da waren ja noch Somniam und die anderen. Alle hätten es niemals rechtzeitig durchs Magna-Portal geschafft. Natürlich hätten wir euch niemals einfach so zurückgelassen. Aber während wir herumstanden und uns berieten, begann der Eispalast einzustürzen. Doch danach geschah das Unglaubliche. Ja, denn als wir wieder zu uns kamen, waren wir plötzlich im Pokémon-Paradies. Was? Echt? Genau das ist uns auch passiert. Es war, als hätten wir geträumt. Und als wir wieder zu uns kamen, waren wir plötzlich hier. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie wir alle gerettet wurden. Was ist nur geschehen? Es ist ein Rätsel. Ich denke, das war Kyurem. Kyurem hat uns gerettet. Mich und all die anderen. Somniam und ihre Freunde. Kyurem sagte zum Schluss, dass er uns etwas schuldet. Ich denke, das hat er damit gemeint.
Also, ich kapier's zwar nicht wirklich, aber Ende gut, alles gut. Alle haben's heil nach Hause geschafft. So ist es. Es bringt wohl nicht zu viel darüber nachzudenken. Ja, ich bin zwar nicht ganz so unbekümmert wie Imolga, aber naja. Egal. Sollten wir uns jetzt nicht einfach nur freuen? Irgendwann werden wir bestimmt verstehen, wie wir gerettet wurden. Bis dahin dürfen wir nicht vergessen, wie dankbar wir jetzt in diesem Moment sind. Ja, du hast recht. Hey, Viridium, willst du mich etwa als völlig sorglos darstellen? Ich habe das eigentlich als Kompliment gemeint. Sieh mal einer an. Seit wann versteht ihr beiden euch denn so gut? Wir verstehen uns überhaupt nicht gut. Wir streiten uns doch wie immer, oder nicht? Also ich weiß ja nicht. Mir kam das gerade nicht so vor. Ich habe gerade dasselbe gedacht. Imolga, sagt mal, ist zwischen euch vielleicht irgendwas vorgefallen? Was? Von wegen? Nichts? Absolut rein gar nichts. Also deine Reaktion spricht Bände. Du bist wirklich leicht zu durchschauen, Imolga. Kilian, Domi! Domiesel. Und die anderen sind auch hier. Euch geht es allen gut. Euch geht es wirklich allen gut. Wir sind wieder zu Hause, Domiesel. Wie versprochen sind wir zurückgekehrt. Nicht weinen, Domiesel. Ich hab dir doch gesagt, dass du dir keine Sorgen machen musst. Ja, das hast du. Aber als dann der Eispalast einstürzte, ich konnte nicht anders und habe mir Sorgen um euch gemacht. Naja, ich wusste auch nicht, was aus uns werden würde. Aber Kindern und allen anderen geht es letzten Endes gut. Ich finde, man kann wirklich von einem Wunder sprechen. Ach ja, apropos Wunder. Gleich nachdem der Eispalast eingestürzt ist, war der Regenbogen wieder zu sehen. Regenbogen? Tatsache. Irre. Man kann ihn ganz deutlich sehen. Was für ein wunderschöner Regenbogen. Du Miesel? Dieser Regenbogen. Ja, das ist der Regenbogen der Hoffnung, von dem Terrybug gesprochen hat. Der Regenbogen der Hoffnung. Ach so, das ist also der berühmte Regenbogen der Hoffnung. Endlich kann man ihn wieder sehen. Der Regenbogen, von dem es heißt, er würde das Feuer der Hoffnung in allen entfachen, die ihn sehen. Hehe, es scheint wirklich alles ein gutes Ende zu nehmen. Der Kältekern ist zerstört, der Eispalast in sich zusammengefallen und der Regenbogen der Hoffnung ist wieder da. Also gibt es jetzt keinen Zweifel mehr. Man kann mit Fug und Recht behaupten, ja, die Welt wurde gerettet. Hilfe, ein Monster! Trikefalo? Ganz recht. Ich bin es, Trikefalo. Lange nicht mehr gesehen, Domi. Aber Trikefalo, warst du nicht, nachdem Kyurem dich eingefroren hatte, hat er dich nicht in 1000 Stücke zerschmettert? Bist du etwa ein Geist? Was? Ein Geist? Nein, nein und nochmals nein. Ich bin kein Geist. Oh nein. Ich bin die Stimme des Lebens. Zerschmettert wurde nur mein Körper. Selbst wenn mein Körper in 1000 Stücke zerspringt, meine Stimme verstummt nicht. Denn damit ich jemals verschwinde, muss schon die Welt zerstört werden. Aber wie dem auch sei. Euch allen hier, meinen herzlichen Dank. Danke euch allen wurde die Welt gerettet. Kilian, Domi! Ja, ihr habt es zurückgeschafft? Wie schön, dass ihr alle unversehrt seid. Ich bin außer mir vor Freude. Euch allen geht es also gut. Hey Leute, hört mal alle her. Kilian und die anderen sind zurück. Was? Kilian und die anderen? Ja, sie sind hier oben auf dem Hügel. Ein Hoch auf die zurückgekehrten Helden. Heute Nacht wird gefeiert. Ja. Boah. Danke. Ich danke euch allen herzlich. Boom.
Ihr habt uns alle gerettet. Vielen, vielen Dank. Dummy, wir haben auch alles gegeben. Ja, wir konnten den Kältekern zerstören, weil ihr alle hinter uns gestanden habt. Wir haben euch also zu danken. Es tut mir wirklich leid. Ich hätte von Anfang an an euch glauben sollen. Aber der Regenbogen der Hoffnung ist zurück. Das verdanken wir nur euch. Danke. Und so wurden die beiden endlos mit Lob und Dank der anderen Pokémon überschüttet. Aber nicht nur die anderen Pokémon meinten es gut mit ihnen. Die wärmenden Sonnenstrahlen, die auf ihre Gesichter fielen, die Berge und Flüsse, der klare blaue Himmel. Sie alle schienen Kilian und allen anderen ihre Anerkennung zu zollen. Und spät abends versammelten sich alle um ein Lagerfeuer in Raststadt und feierten den gewonnenen Frieden. Was für ein Glück, dass die Welt gerettet wurde. Ja, einfach nur toll. Was? Auch ein Mensch wie du, Kilian, konnte im Angesicht des Kältekerns kaum mehr atmen? Aber du hast diese Hürde genommen und die Welt gerettet. Vielen Dank. Es tut mir so leid. Ich habe nicht an euch geglaubt, das war ein Fehler. Mir tut es auch leid. Mir auch. Blödsinn. Es gibt nichts, was euch leid tun muss. Ich habe nicht an sie geglaubt. Dabei war ich mit ihnen zusammen im Paradies. Ich bin das Schlimmste von allen. Dummy, es tut mir leid. So leid. Nein, ich bin das Schlimmste von allen. Nein, ich. Ich bin der dreckige Dan. Nein, ich bin der dreckige Dan. Das reicht jetzt, Freunde. Danke. Leute, heute Abend geht alles aufs Haus. Esst so viel ihr wollt. Hurra! Dich habe ich hier noch nie gesehen. Ja, ich bin das erste Mal in Raststadt. Ich hoffe, meine Anwesenheit stört nicht. Ist doch egal, wer du bist. Heute ist dein Tag zum Feiern. Also feiern wir zusammen. Iss dich satt. Vielen Dank. Dann will ich euch beim Wort nehmen und mich gütlich tun. Hehe, so macht das Spaß. Ja, was für ein toller Abend. Ich erinnere mich noch gut daran, wie es war, als Dummy und Kilian zum ersten Mal nach Raststadt kamen. Damals hatte ich nicht zu träumen gewagt, wie viel die beiden für uns tun würden. Wer hätte das gedacht? Ich bin echt froh, die Stelle als Verwalter des Paradieses angenommen zu haben. Ich freue mich wirklich, dass ich Kilian und alle anderen mit meiner Arbeit unterstützen konnte. Was? Keldeo, du hast dich also auf die sehr geringe Chance verlassen, dass wir die Zugangskarten in den Trümmern des Bergs aus Eis finden? Ja. Als ich im Eisturm eingesperrt war, gab es eines Tages plötzlich einen ziemlichen Aufruhr im Eispalast. Da ich ein Gefangener war, habe ich nicht wirklich mitbekommen, was passiert ist. Aber einer Sache war ich mir sicher. Irgendjemand musste es endlich in den Eispalast geschafft haben. Und da fiel es mir wie Schuppen vor den Augen. Wenn jemand ausgefuchst genug war, es in den Eispalast hineinzuschaffen, dann konnte es noch eine Chance geben. Denn so jemand würde natürlich auch das kleinste Detail auffallen. Ich hatte keine Wahl. Ich musste an diese Pokémon glauben und es ihnen überlassen. Ich konnte im Inneren des Eisturms kein Magna-Portal beschwören, aber ich konnte Zugangskarten anfertigen. Ich wusste, dass der Eispalast irgendwann abheben würde. In Vorbereitung darauf habe ich also im Eisturm Zugangskarten angefertigt, mit denen man durch die Luft reisen kann. Und als sich der Eispalast tatsächlich in die Luft erhoben hat, habe ich die Zugangskarten aus meinem vergitterten Fenster geworfen. Unglaublich! Wie konntest du dich nur auf so ein Wagnis einlassen? Also ich hätte mir ja was anderes überlegt. Was? Tut mir leid. Das war das Einzige, was mir eingefallen ist. Kritik scheint er ja nicht gut zu vertragen. Das ist schon einer der Keldeo. Aber dank Psyanas großartiger Intuition haben wir die Zugangskarten gefunden, nicht wahr? Stimmt. Aber es mutet wie ein Wunder an.
Dieses Mal schienen es gleich mehrere Wunder auf einmal gewesen zu sein. Wäre Kieler nicht gewesen, hätten wir den Kältekern niemals zerstören können. Wenn wir nicht alle zusammengerückt, hätte auch Kieler nichts ausgerichtet. Und hätten wir nicht die von Keldio angefertigten Zugangskarten gehabt, wären wir nie zum Eispalast gekommen. Stimmt. Es ist alles mir zu verdanken, was? Ach ja, aber waren es nicht wir beide, die dich gerettet haben, Keldio? Stimmt natürlich. Ich wurde gerettet. Du, Viridium, ist Keldio eigentlich immer so? Im entscheidenden Moment ist auf ihn immer Verlass. Aber manchmal ist er auch unsicher, so wie jetzt. Aber das ist Keldio, wie ich ihn kenne. Schon okay. Das hast du wirklich gut gemacht, Keldio. Ja. Nicht wahr? Danke, Viridium. Wie dem auch sei. Ohne Kilian und Domi. Nein, wirklich. Hätte auch nur ein Pokémon aus dem Team gefehlt. Dann hätten wir es niemals geschafft. Wir hätten die Welt nicht retten können. So ist es. Heute Nacht danken wir dem Mut aller zu allen wundersamen Verkettungen. Jeder hier ist ein Held. Jeder Einzelne. Und das wird heute Abend gefeiert. Lehnen wir uns alle zurück und genießen den Abend. Also ich könnte eine Pause von all der Aufregung vertragen. Ich schaue mir einfach für eine Weile den wunderschönen Sternenhimmel an. Kilian? Trikefalo. Kilian, bitte erlaube mir, mich noch einmal in aller Form bei dir zu bedanken. Du hast meine Bitte erhört und meine Wünsche erfüllt. Danke, dass du meine Welt gerettet hast. Und, Kilian, deine Aufgabe hier in dieser Welt ist nun beendet. Kurzum, also, es fällt mir wirklich nicht leicht, dir das zu sagen, aber wenn ein Mensch zu lange bei uns verweilt, dann kommt es irgendwann zu einem Riss in unserer Welt. Ein Riss? In der Welt? Was ich damit sagen will, Kilian, du musst leider zurück in die Welt der Menschen. Zurück in die Welt der Menschen? Ich verstehe. Diese Welt zu retten heißt also, in meine eigene Welt zurückzukehren. Kilian, ich bin sehr betrübt darüber. Ich kann dich nämlich wirklich gut leiden, Kilian. Aber es hilft nichts. Ich kann es nicht ändern. Sicherlich wolltest du nur auch das eine oder andere hier erledigen. Das eine oder andere erledigen? Naja, eine Sache gibt es da schon. Dieser eine unachtsame Moment. Damals habe ich Domi versprochen, dass ich für immer hier bleibe. Aber es sieht so aus, als würde ich dieses Versprechen jetzt nicht einhalten können. Du wirst unsere Welt schon morgen verlassen müssen. Du wirst eingehüllt in ein grelles Licht zum Himmel aufsteigen. Genau wie die Lichter, die wir gesehen haben. Sie steigen auch zum Himmel auf. Kyurem hat mir die Wahrheit über diese Lichter erzählt, oder? Die Lichter sind Menschen, die nach Hause zurückkehren und jetzt bin ich wohl an der Reihe. Eingefüllt in Licht, kehre ich zurück in meine eigene Welt. Und ich muss dir leider noch eine sehr traurige Wahrheit offenbaren. Sobald du in dieses Licht gehüllt wirst, Kilian, alles, was du hier in der Welt der Pokémon getan hast, dass du überhaupt hier warst, keines der Pokémon hier wird sich daran erinnern können. Was? Die Pokémon, sie alle werden mich einfach vergessen? All unsere gemeinsamen Erinnerungen? Ja, es tut mir wirklich unendlich leid. Ich bin die Stimme des Lebens. Ich werde dich nicht vergessen, Kilian. Aber die anderen werden leider alles. Sobald ich von dem Licht umhüllt werde, werden mich alle Pokémon vergessen. All die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, soll bald nichts mehr bedeuten. Das ist ganz schön hart. Morgen werde ich dich begleiten, soweit es geht.
Möchtest du dich jetzt von allen verabschieden? Das würde ich schon gerne, aber ich will auf keinen Fall, dass alle wegen mir traurig sind. Wenn ich schon aus ihren Erinnerungen gelöscht werde, dann würde ich Tommy und den anderen nur unnötigen Kummer bereiten, wenn ich mich jetzt verabschiede. Ich werde also einfach gehen. Was? Du willst dich nicht verabschieden? Aber ich verstehe dich. Du willst nicht, dass deine Freunde leiden. Verstanden. Dann komm morgen früh bitte zum Hügel. Wir brechen dann zusammen auf. Früh am nächsten Morgen. Tommy schläft tief und fest. Tommy, tut mir leid, dass ich mich jetzt einfach wortlos rausschleiche. Und es tut mir auch wirklich so leid, dass ich mein Versprechen nicht halten kann. Du hast so viel für mich getan. Danke. Es ist wohl auch das letzte Mal, dass ich dieses Haus sehe. Mir kommt es vor, als wäre es schon ewig her, dass wir dieses Haus gebaut haben. Wir haben sie schon so viele Erinnerungen angesammelt. Danke. Und leb wohl, du Haus voller Erinnerungen, das ich mit Tommy geteilt habe. Hallo. Guten Morgen, Kilian. Um diese Uhrzeit sind wirklich noch nicht viele Pokémon wach. Und sobald wir aufbrechen, wirst du aus den Erinnerungen all deiner Freunde verschwinden, Kilian. Bist du bereit? Verstehe. Nun, dann lass uns aufbrechen. Das Licht umhüllt mich. Jetzt ist das der Moment. Haben mich die anderen schon vergessen? Sogar Domi? Aber es ist wohl nicht zu ändern. Trikefalo hat mich gerufen und ich bin seiner Bitte gefolgt. Und jetzt ist es mir gelungen, diese Welt zu retten. Ich konnte allen hier helfen. Ich konnte sie alle beschützen. Das sollte mir noch genügen, oder? Ich steige schneller auf, als ich dachte. Das Licht, das wir vom Hügel aus gesehen haben, sah so aus, als würde es sich kaum bewegen. Raststadt sieht ganz klein aus. Wir steigen jetzt schon eine ganze Weile auf und sind schon ganz schön weit oben. Aber auch wenn Raststadt von ihr aus so klein aussieht, kommt es mir so vor, als könnte ich noch jedes einzelne Pokémon dort unten erkennen. Genau. Was ist los, Kilian? Was? Du möchtest noch ein letztes Mal das Pokémon-Paradies sehen? Ich verstehe. Kein Problem. Auf geht's. Oh, ich kann das Paradies sehen. Ah, da ist Tommy.
Domi spricht gerade mit Morlord. Es ist alles wie immer. Ganz normaler Tag im Paradies. Nur, dass ich nicht dort bin. Domi schaut in meine Richtung, unentwegt. Domi schaut mich die ganze Zeit an. Die anderen auch. Aber sie müssten mich doch alle vergessen haben. Ach, verstehe. Sie haben die Lichtkugel bemerkt und schauen deswegen nach oben. Aber wenn sie mich so ansehen, fühle ich mich ihnen verbunden. Selbst wenn sie mich vergessen haben. Ich bin froh, dass ich ihre Gesichter noch einmal sehen konnte. Danke, Freunde. Danke, Domi. Bist du bereit zu gehen? Lass uns gehen. Leb wohl, Domi. Auch wenn du mich vergisst. Ich werde mich immer an dich erinnern. Bis ans Ende meiner Tage. Ich werde dich niemals vergessen. Danke, Domi. Leb wohl, werde glücklich. Was für ein schöner blauer Himmel. Stimmt, als ich in diese Welt gekommen war, war er auch so strahlend blau. Kilian, sieh mal. Wunderschön. Ein Regenbogen. Der Regenbogen der Hoffnung. Ist heute wieder erschienen. Wie schön, dass ich ihn zum Schluss nochmal sehen kann. Den Regenbogen der Hoffnung. Kilian, weiter kann ich dich leider nicht begleiten. Ich habe dir so viel zu verdanken, Kilian. Ich weiß nicht, wie ich dir jemals dafür danken soll. Ich bin ganz überwältigt vor lauter Dankbarkeit. Danke. Wirklich, vielen, vielen Dank. Und zum Schluss habe ich noch das hier für dich. Das ist ein Frisma? Es gehört Domi. Was? Das ist das Frisma von Domi? Die Sache ist die, gestern Abend während der Feier ist Domi zu mir gekommen und hat mir gesagt, dass falls der Tag kommt, an dem du in die Welt der Menschen zurückkehrst, ich dir dies übergeben soll, Kilian. Was mir Domi für dich gegeben hat, ist dieses Frisma. Kein Zweifel, das ist das Frisma, das Domi wie ein Schatz gehütet hat. Ich werde mich nun verabschieden, Kilian. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute für dich. Leb wohl. Das Innere des Frismas ist weiß. Etwas wurde darauf aufgezeichnet. Kilian, kannst du mich hören? Oh, das ist die Stimme von Domi. Kilian, wenn du das jetzt hörst, dann hast du diese Welt wohl schon verlassen. Ich habe dir ja erzählt, dass ich lange auf der Suche war nach jemandem, mit dem ich zusammen lachen und weinen und mich manchmal auch streiten kann. Und dem ich trotz gelegentlicher Konflikte vollkommen vertrauen kann. Nach einem wahren Freund eben. Und dann endlich ist es passiert. Ich habe dich getroffen, Kilian. Wir sind wahre Freunde. Du bist mein allerbester Freund. Deswegen wollte ich für immer mit dir zusammenbleiben. Aber dann habe ich nachgedacht. Du bist ein Mensch, Kilian. Das heißt, es gibt bestimmt Menschen in deiner Welt, die dir sehr wichtig sind. Und diese Menschen machen sich bestimmt große Sorgen um dich. Ich möchte diese Menschen nicht traurig machen. Deswegen, auch wenn du gehen musst und wir getrennt werden, möchte ich dich mit einem Lächeln verabschieden. Auch wenn wir uns nicht mehr sehen können, werde ich immer an dich denken, Kilian. Ich werde dich niemals vergessen. Ich habe es von Trikefalo gehört. Sobald das Licht dich umhüllt, werden wir alle dich vergessen. Vielleicht stimmt das. Aber selbst wenn, ich werde dich niemals vergessen, Kilian. Auf keinen Fall. Domi, wir haben schließlich sogar das Schicksal der Welt geändert. Was uns verbindet wird, das wird nicht einfach so verschwinden. Niemals. Egal, wie weit wir voneinander getrennt sind. Wo immer du auch sein magst,
wie viel Zeit vergehen mag. Ich vergesse dich nie und immer, Kilian. Und ich bin nicht der Einzige. Hey, Kilian, hörst du mich? Emolga. Wir werden dich vergessen? Von wegen, auf keinen Fall. Ich vergesse dich auch bestimmt nicht. Du bist nämlich mein großes Vorbild. Du Miesel. Danke für alles, Kilian. Ich werde mich immer an dich erinnern. Du hast so viel für uns getan und so viel gegeben. Wie könnten wir dich da je vergessen? Sogar Viridium. Hör mal, Kilian. Einfach so ohne ein Wort zu verschwinden, findest du das etwa in Ordnung? Aber du hast nur versucht, uns Kummer zu ersparen, nicht wahr? Das ist typisch für dich, Kilian. Immer warmherzig und freundlich. Deswegen werden wir auch nichts sagen und dich schweigend verabschiedend. Aber sei unbesorgt. Auch wir werden dich immer in Erinnerung behalten. Nachtara, Psiana. Ich auch. Ich vergesse dich auch nicht. Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als du zu uns gekommen bist. Das kann ich unmöglich vergessen. Falls ich dich vergessen sollte, werde ich... Moorlord. Hab Dank, Kilian. Auch ich werde dich bestimmt nicht vergessen. Und auch die anderen aus Raststadt nicht. So ist es doch, oder? Alle miteinander? Ja! Svarones. Und all die anderen. Es ist bitter, Abschied zu nehmen, nachdem du extra in unsere Welt gekommen bist. Aber wir vergessen dich nicht, also denk auch ab und zu an uns, Kilian. Alles Gute, Kilian. Wenn du dein Haus gebaut haben willst, sag uns einfach Bescheid. Für dich kommen wir auch bis in die Welt der Menschen. Ihr alle seid meine Freunde. Kilian, konntest du alle hören? Alle sagen, dass sie dich nicht vergessen werden. Selbst wenn du morgen von Licht umhüllt wirst und aus unserer Erinnerung zu verschwinden scheinst. Wir werden dich auf keinen Fall vergessen. Selbst wenn wir dem Schicksal die Stirn bieten müssen. Wir werden uns alle daran erinnern, dass du von uns am härtesten gekämpft hast. Deswegen können wir dich gar nicht vergessen. Und wir werden es auch nicht. Vielen Dank für alles. Danke, dass du bei uns warst. Leb wohl, Kilian. Alles Gute. Leb wohl. Pass auf dich auf, ja? Dami. Damals, als du gesagt hast, dass ich immer bei dir bleiben soll, als ich es dir versprochen habe. Da hast du es schon gewusst, nicht wahr? Dass ich dieses Versprechen wahrscheinlich nicht halten könnte. Dass sich unsere Wege eines Tages wieder trennen. Und dann schließlich, vorhin, als ihr mich direkt angeschaut habt, eure Gesichter. In euren Gesichtern konnte ich es sehen, Domi. Ich bin ganz sicher, Domi, all meine Freunde, ihr habt mich nicht vergessen. Ihr erinnert euch an mich. Ihr habt zu dem Licht aufgesehen, weil ihr wusstet, dass ich es bin. Und mir Lebewohl zu sagen. Ihr habt euch dem Schicksal widersetzt und euch eure Erinnerung bewahrt. Domi und ihr anderen, ihr erinnert euch noch an mich. Domi, meine Freunde. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt. Von allen Mystery Dungeon Spielen ist das Ende, das mich immer am meisten mitnimmt. So. Ich brauche jetzt erstmal ein Taschentuch. Weil wenn ihr glaubt, dass diese ganze Heulerei jetzt gerade eine schauspielerische Glanzleistung war, nein, die waren echt. So.
Ah, so. Tränen aus dem Gesicht gewischt. Jetzt geht's wieder. Ein Ende von einem Pokémon Mystery Dungeon finde ich immer extrem traurig. Aber ich finde, das hier ist mit Abstand das Traurigste. Da können viele sagen, dass Himmel trauriger ist. Ich finde das hier trauriger. Eigentlich fast schade, dass jetzt hier niemand mehr zusieht. Aber gut, in der YouTube-Aufnahme bleibt das Ganze ja drin. So, von Pokémon Mystery Dungeon Portal in die Unendlichkeit mache ich jetzt dann noch genau einen weiteren Stream. Das wird dann der nächste sein, also ich mache jetzt nach den Credits für heute Schluss. Ich bin sowieso emotional am Ende. Und nicht nur emotional, ich bin auch so ziemlich fertig. Das war bis jetzt der längste Stream, den ich gemacht habe, wenn ich mich nicht täusche. Wenn man die Pausen mit dazu zählt, bin ich schon 5 Stunden und 20 Minuten am Streamen.
Leb wohl, Kilian. Egal, wie weit wir voneinander entfernt sind. Auch wenn wir uns niemals wiedersehen können. Unsere Herzen bleiben immer verbunden. Ich werde immer bei dir sein, Kilian. Für immer und ewig. Ende. Dein Spiel wird gespeichert, du kehrst zum Hauptmenü zurück. Ja, ausnahmsweise stimme ich dir hier mal zu. So, wir können an dieser Stelle das Spiel noch fortsetzen. Aber das mache ich nicht heute. Die letzten paar Sachen, die wir After Story machen können, die hebe ich mir für den nächsten Stream auf. Und wenn nach dem nächsten Stream noch Zeit ist, dann würde ich sagen, packe ich mal eine Runde Advance Wars aus. Und zwar Advance Wars Dark Conflict. Es ist das einzige der vier Advance Wars Spiele, von dem ich noch kein LP zugemacht habe. Einfach weil ich dazu keine anständige ROM hatte. Folglich ja, konnte ich das Spiel nicht anständig spielen. Jetzt habe ich halt meine Capture Card, also habe ich mir gedacht, zwischen den beiden Mystery Dungeon Projekten, um das Ganze etwas aufzulockern, spielen wir mal ein paar Runden Advance Wars. Das Spiel ist sowieso relativ schnell durch, also von dem her, ja, ich beende jetzt den Stream. Nachdem sowieso niemand mehr zuschaut, lasse ich das mit der Musik am Ende jetzt auch mal sein. Und ja, das Ganze, was ich hier labe, ist sowieso schon nur noch für YouTube. Also, bevor ich euch jetzt hier noch mehr von eurer Zeit raube, ich beende den Stream, ich beende die YouTube-Aufnahme und wir sehen uns im nächsten Stream. Der wird höchstwahrscheinlich am Sonntag 18 Uhr sein. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.